doch gar nicht vom Onkel Doktor. So, Elsa. Jetzt sind wir wieder zu Hause, wir zwei. Was ist, Mann? Ich glaube, ich habe mir das Bein gebrochen. Ach, du Scheiße. Da wird sich Krieg aber unheimlich freuen. Mitten in der Hochkonjunktur bricht sich der Trottel die Knochen. Das ist halb so schlimm. Viel schlimmer ist, dass ihr den Trottel ins Krankenhaus gebracht habt. Ja, was hätten wir denn machen sollen? Vielleicht. Ach. Aber was ist, wenn die fragen, warum er mit dem Fallschirm im Erdinger Moos rumgesprungen ist? Ich habe ihn eingebläut, er soll sagen, er wäre auf der Kellertreppe ausgerutscht. Dann drück dir mal die Daumen, dass sie ihm das ablegen. Mein Gott, ich möchte einen Tag leben. $110,000. Aus alt, mach neu. Bitte, da spielt's. Nicht doch, jamais corriger la fortune. Man soll dem Glück immer freien Lauf lassen. 24 Schwarz Peppers. Zwei Schälchen Champagner. Der Rest ist für die Angestellten. Oh, ich muss noch eine Tasche aufmachen. Irmgard, ich fall fast um vor Müdigkeit. Lass uns nach Hause fahren. Ich habe gesehen, was zu sehen war, und das war nicht viel. Du blendest gut. Komm jetzt bitte, Irmgard. Ja, fahr doch, wenn du müde bist. Komm mit der Taxe nach. Kein Schulmädchen mehr. Gute Nacht. Gute Nacht. Heute Schlagzeilen. Im Bonner Spendenprozess sind alle drei Angeklagten wegen Steuerhinterziehung verurteilt worden. Der frühere Wirtschaftsminister Lambsdorff muss eine Geldstrafe von 180.000 Mark zahlen. Sein Amtsvorgänger Friedrichs 61.500 Mark. Der ehemalige Flickmanager von Brauchitsch erhielt eine Freiheitsstrafe von 2 Jahren auf Bewährung und 550.000 Mark Geldbuße. Bundeskanzler Kohl hat vor dem U-Boot-Ausschuss des Bundestags erklärt, seine Regierung habe sich absolut korrekt verhalten. Sie habe das geplante U-Boot-Geschäft mit Südafrika geprüft und dann abgelehnt. Die Sowjetunion hat nach den Worten von Parteichef Gorbatschow bereit, im Rahmen eines Abrüstungsabkommens auf ihren Status als Atommacht zu verzichten. In einer Rede vor dem Internationalen Friedensforum in Moskau schlug Gorbatschow außerdem ein neues Herangehen an die Frage der Menschenrechte vor. In Moskau herrscht Verwirrung über den Verbleib des Bürgerrichters Begun. Das ZK-Mitglied Arbatow hatte gestern dessen Freilassung aus dem Gefängnis bekannt gegeben. Frau Begun sagte dagegen heute, ein Vertreter des Innenministeriums habe ihr mitgeteilt, dass der Dissident noch in Haft sei. Die nächste Heute-Sendung um 19 Uhr. Man nehme Dr. Oetker. Heute gutes Backen. Willkommen bei Dr. Oetker. Heute möchte ich Ihnen unser Team für gutes Backen vorstellen. Mit interessanten Rezepten und besten Zutaten.
Guten Abend. Das hier ist unser Schokoladenkuchen. Genau, mit besonders vielen leckeren Schokostückchen. Er wird aus einer unserer herrlichen Backmischungen gebacken, was auch für meine Nusskuchen gilt. Mein Gugelhupf... Ich finde ja unseren altdeutschen Pflaumenkuchen besonders erwähnenswert. Mein Gugelhupf... Der ist tiefgekühlt. Man braucht ihn nur noch aufzubacken. Mein Gugelhupf... Deshalb schmeckt er immer ofenfrisch. Danke. Und was wollten Sie sagen? Mein Gugelhupf ist deshalb so locker, weil ich unser Backpulver Bakin genommen habe. Also ich empfehle Ihnen die herrliche Sahnetorte aus Dr. Oetkers Schwarzwaldkonditorei. Die wird nur aufgetaut und das Ergebnis ist immer perfekt. Und das garantieren alle unsere Backzutaten, Backmischungen, Tiefkühlkuchen und Torten. Richtig? Richtig! Dr. Oetker, Qualität ist das beste Rezept. Dieser Staubsauger ist keine Staubschleuder, denn der Staubsauger von Siemens hat den Hygienefilter. Bakterien, Keime und mikrofeiner Staub bleiben im Staubbeutel. Der Staubsauger mit Hygienefilter. Für Siemens spricht Siemens. Erinnern Sie sich noch? Wenn bei Capri die rote Sonne. Das sind Melodien, unvergessen, zum Verlieben und voller Sehnsucht. Jetzt gibt es sie auf dem Doppelalbum So wird's nie wieder sein. Die Schallplatten zur großen Fernsehshow. Fragen Sie nach dem Doppelalbum So wird's nie wieder sein. Auch als Kassette und Kompaktdisc von CBS. In mir ist ganz was Neues drin, das verrate ich nie. Wir sind die Topsy Turtles, wir sind die Topsy Turtles, wir sind jetzt mit dabei, in jedem siebten Ei. Oh. Topsy Turtles gibt's nur in Kinderüberraschung, alle acht. Das neue Gard Haarspray mit natürlichen Inhaltsstoffen. Das neue Gard Haarspray lässt Sie Ihren eigenen Stil erleben. Halt und Schutz für viele Stunden durch natürliche Inhaltsstoffe und neuen Duft. Gard, das Erlebnis schöner Haare. Gut geht's, mit Aspirin. Und danke nochmal für den Tipp. Aspirin von Bayer. Hochwirksam und gut verträglich. Aspirin, weil ein einziger Wirkstoff genügt. Also was ist es? Keks oder Schokolade? Keks? Und? Schokolade? Ich bin auf Keks und Schokolade eingestellt. Und sonst gar. Stück. Revolution? Das ist die Revolution. Ich habe mich entschieden, Kleines. Schoko Leibniz Mini. Das kleine starke Stück von Balsen. Auf der Säuglingsstation wurden heute 12 Babys geboren. Bei Schwester Maria bekommen sie gleich die richtige Pflege und die richtige Windel, Pampers. Schwester Maria ist selbst auch Mutter. Welche Windel nimmt eine erfahrene Säuglingsschwester wie Sie zu Hause? Das ist mein Michael. Ich habe für ihn auch immer Pampers verwendet, weil ich eben weiß, aus eigener Erfahrung, dass sie trockener halten. Einmal habe ich ein Erlebnis gehabt, da hat uns die Nachbarin eine Billigwindel geborgt und das war dann ein Heulkonzert, weil er eben nass war. Und bei Pampers kann das nicht passieren, weil die hat... dieses blaue Band, diesen Auslaufstopper, ist nichts nass. Und solange er Windeln braucht, wird er weiter Pampers kriegen. Das bin ich ihm einfach schuldig. Pampers hält ihr Baby trockener. Das sagen Mütter, die es wissen müssen. Quark. Frühlingsquark. Kannst du nicht ordentlich Quark sagen? Frühlingsquark ist was sehr Ordentliches. Milram Frühlingsquark. So sahnig und so frisch. Milram Frühlingsquark. Märchenhaft köstlich. Hm.
Simply Magic. Hallo. Hier ist Cora, wie jeden Montag, mit Film und Tipps und Quiz und Clips. Und heute Special Tipp mit Stephanie Töcking. Hallo Cora, jetzt frag mich bloß nicht nach meiner Frisur. Sehr verlockende Frage, aber jetzt dein Special Tipp. Natürlich, die Cutting Crew. Schneiden die auch Locken? Die schneiden wahnsinnig gut ab, natürlich in Sachen Musik. Diese Woche auch in der Formel 1. Cora wartet nicht. Hier kommt schon ein Clip-Cut aus ihrem neuen Video. Cutting Crew mit One for the Mockingbird. Der Sänger Nick van Ede ist auch verdammt gut geschnitten. Und hier ist One for the... Der Kinorenner in Town, Crocodile Dundee, ein Krokodil zum Küssen. Zwei Bier, okay? Eins für mich, eins für meinen Kumpel. Ist das dein erster Trip nach New York? Mein erster Trip überhaupt? Meine Güte, wir müssten dir eigentlich eine umsonst machen. Was denn für eine? Hey, hast du mal Feuer? Ja, sicher, Junge. Und deine Brieftasche? Sehen Sie nicht, der hat ein Messer. Das ist doch kein Messer. Das ist ein Messer. Genug geküsst. Jetzt wird geküsst. Hier ist nochmal der Sänger von Cutting Crew. Preisfrage. Wie heißt er? Wenn du es weißt, schreib eine Karte mit dem Namen des Sängers an. Coca-Cola Magic Music. 4000 Düsseldorf 222. Und du gewinnst vielleicht eine Coca-Cola Magic Music Machine. Total voll Hi-Fi Music. Ja. Wo bleibt deine Karte? Cora wartet. Aber nur bis nächsten Montag. Gleicher Kanal, Viertel nach sechs in Coca-Cola Magic Music. Coca-Cola is it! Weißt du, wie spät es ist? 3 Uhr. Du bist auch nur stehen geblieben. 4:30 gleich. Aber es ist ehrlich, nichts passiert. Komm, erzähl mir keine Märchen. Siehst du, so wie ich heute, hast du in den letzten 30 Jahren x-mal dagestanden. Nur bezweifle ich, dass du immer so unschuldig warst. Dann wird die nach 42 Kilometern das Ankommen und die Skiwandermedaille natürlich das Wichtigste war. Schau, meine Damen und Herren, aber die Umwelt, so scheint mir, hat ja doch ein bisschen gelitten. Es sieht schon sehr komisch aus, wenn die Menschen sich da so zusammendrängen. Vielleicht sollte man mal überlegen, ob man da nicht eine andere Lösung findet. Ich habe noch einen Hinweis für Sie auf eine ARD-Sportsendung von morgen. Und zwar
Ab 13.55 Uhr nordische Skiweltmeisterschaften, Skispringen, 90 Meter Schanze, Mannschaftsentscheidung, 13.55 Uhr morgen. Und der Beitrag, den wir eigentlich heute im Programm haben wollten, über die Situation des Hamburger Eishockeysports, den wird Ihnen Rainer Kopke am kommenden Donnerstag präsentieren. Ich darf mich verabschieden. Das war's für heute. Guten Abend und auf Wiedersehen. Goldbeeren sind besonders fein und fruchtig. Ma, ich brauche saubere Klamotten, es steigt eine Fete. Na, dann wasch doch mal selbst. Du weißt doch, wie es geht. Logo, der Schmutz sagt, kochen muss sein. Aber diese Mode sagt nein. Und nun? Ariel flüssig. Flüssiges Ariel? Ja, rein in die Dosierkugel und direkt in den Hauptwaschgang, bei niedrigen Temperaturen. Sauberer Sohn, was? Bleib sauber. Oder nimm Ariel. Logo. Also. Wenn der Schmutz sagt, kochen muss sein. Aber die Mode sagt nein. Macht's Ariel flüssig? Poren tief rein. Logo. Am Ende eines Tages wartet ein großer Weinbrand auf sie. Maria Kron. Geschmack. Salus, die extra starken Salmerklakritz-Bonbons. Salus von Vilosa. Go to Lance, go to Lance, 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 Lance. Go to Lance, so long, so good. 1, 2, 3, von McCain. Fanta präsentiert Neuigkeiten aus Entenhausen. Fanta ist jetzt einfach dreimalig. Als Fanta Zitrone und Fanta Apfel und natürlich Fanta Orange. Alle mit Vitamin C zusammen. Fanta, Fanta, weil Spaß macht und schmeckt. Bei Wind und Wetter. Tiefenwirkung. Bei grellem Sonnenlicht. Tiefenwirkung. Und gegen die Zeichen der Jahre pflegt Tiefenwirkung besser. Creme Mousson wirkt tiefer, pflegt intensiver. Mit Tiefenwirkung. Wenn ich richtig Kohldampf habe und es nicht bald was zu essen gibt, dann werde ich ziemlich grantig. Nickers, wenn der Hunger kommt. Erdnusscreme, Karamell, geröstete Erdnüsse und viel Schokolade. Snickers, der Erdnuss-Snack. Nach so einem Snickers bin ich auch nicht mehr bissig. Wenn der Hunger kommt, Snickers, der Erdnuss-Snack. Masters of the Universe. Neues von der wilden Horde. He-Man in der Gewalt von Hordak. Achtung, He-Man, da ist Dragstor, der Robotsprinter und der graue Ritter. Und Multibot, der wandelbare Roboter. Die neue Gefahr für Eternia. Noch wildere Gesellen bei der Horde. Neu bei Masters of the Universe.